Hallo und herzlich willkommen zur 14. und damit letzten Etappe auf dem Natursteig Sieg. Ja, wie man vielleicht sehen kann, es ist bereits Nachmittag. Heute Morgen war das Wetter nicht so gut und aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, erstmal so ein bisschen abzuwarten, wie sich das Wetter entwickelt. Und wie man sieht, das Wetter ist richtig schön geworden und aus diesem Grund habe ich mich dann entschieden, die letzte Etappe heute noch zu laufen. Die letzte Etappe verläuft von Hennef nach Siegburg. Das sind etwa 14 Kilometer. Ja, es wird durch eine schöne Auenlandschaft gehen und natürlich auch durch Wald. Anstrengend wird es nicht ganz so werden. Ich denke mal, das sind etwa 200 Höhenmeter, die zu bewältigen sind. Das müsste eigentlich ganz gut zu packen sein. Ich bin jetzt schon die ersten Schritte hier gegangen. Man sieht das hier. Ich bin jetzt hier auch auf einem Teilstück des Erlebnisweg Kulturlandschaft unterwegs und da oben geht es jetzt gleich mal so ein bisschen rauf auf die Höhe und dann schauen wir mal weiter. Ganz unverhofft bin ich jetzt hier an einen kleinen Weg gekommen, wo ich gedacht habe, ich gucke nicht richtig. Also man sieht das hier schon an den abgesperrten Seilen. Es geht hier ziemlich steil rauf bzw. runter. Also die Seile haben, glaube ich, wirklich ihren Sinn. Und da unten geht es auch noch sehr steil weiter. Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und wenn man überlegt, dass das jetzt hier das eigentlich erste Stück auf dem Natursteig Sieg ist, wenn man in Siegburg beginnt, dann finde ich, ist das schon ganz schön heftig. Also da weiß ich nicht, ob man da vielleicht nicht möglicherweise eine andere Wegführung hätte wählen können. Aber es ist ja sehr spannend und der Weg überrascht immer wieder mit solchen kleinen abenteuerlichen Wegabschnitten. Eben bin ich an einem Stück vorbeigekommen, wo ich gedacht habe, ja, das kennst du doch eigentlich auch. Dann habe ich noch gedacht, ja, dann laufe ich jetzt gleich über die Staumauer an der Warnbachtalsperre, ja, denkst du. Das war natürlich jetzt nicht so. Ich bin jetzt hier sehr viel über Asphalt gelaufen und ich denke mal, weil ich gerade hier auch die Siegerlebniswege kenne, da hätte man doch vielleicht eine andere Streckenführung wählen können und einfach über die Talsperrenmauer laufen können und dann hier ein Stückchen an der Straße lang. Ja, stattdessen geht es jetzt hier, man sieht es schon hinter mir, den Berg rauf. Es ist wirklich schweißtreibend, es ist schwülwarm und ja, die letzte Etappe hier, die verlangt mir echt nochmal alles ab. Also das hätte ich jetzt heute Morgen nicht gedacht, es war sehr bedeckt und sehr kühl und jetzt ist die Sonne rausgekommen. Es ist feucht, schwül, warm und es geht jetzt hier den Berg rauf, also vielleicht sieht man das auch schon, der Schweiß, der perlt so. Es ist echt der Wahnsinn. Aber ich habe schon mal im Streckenprofil nachgeguckt. Das, was ich gesehen habe, verheißt etwas Gutes, nämlich wenn ich oben an dem höchsten Punkt dieser Tour jetzt hier angekommen bin. Von da ab geht es nach Siegburg dann eigentlich nur noch runter und das ist schon mal gut. Dann kann der Puls ein bisschen wieder abkühlen. Ach, ja.
Leider laufe ich jetzt gerade schon ein ganzes langes Stück hier über so einen breiten Weg, was ich gar nicht schön finde. Das gefällt mir überhaupt nicht. Man kommt zwar recht schnell voran, das ist gut, aber so schön zum Wandern ist das ehrlich gesagt nicht. Es gibt ab und zu mal so kleine Pfade, das habe ich jetzt hier auf dem Natursteigsieg öfter gehabt und das hat mir richtig gut gefallen. Ich würde mir doch sehr wünschen, dass der gesamte Weg doch wirklich überwiegend auf so kleinen Pfaden verläuft, durch den Wald, wo man ja ungestört ist und die Natur so ein bisschen genießen kann. Hinter mir sieht man die Autobahn. Ich bin jetzt kurz vor Siegburg. Ja, die Tour heute ist sehr abwechslungsreich gewesen. Also es ging viel durch Wald. Es war Asphalt dabei, es war breite Forststraße dabei, es war schmaler Pfad dabei, es war abschüssiger schmaler Pfad dabei. Also das volle Programm. So an einigen Highlights bisher bin ich leider noch nicht vorbeigekommen, was ein bisschen schade ist. Ja, eigentlich ist das ja sozusagen die erste Etappe, auf der man hier läuft. Ich weiß jetzt nicht genau, ob mich das jetzt so vom Hocker gerissen hätte und motiviert hätte, auf dieser Tour hier jetzt weiterzulaufen, aber man läuft ja eigentlich auch in der umgekehrten Richtung. Naja. Ich bin mal gespannt, wie gut das in Siegburg tatsächlich ausgeschildert ist. Bisher bin ich ja immer mit Navi und GPX gelaufen. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Hier ist das Startschild der ersten Etappe oder für mich in diesem Fall dann das Zielschild der letzten Etappe. Überraschenderweise war diese Etappe wirklich recht kurz. Insgesamt mit Zuwegen sollte sie 14 Kilometer sein und sie ist offiziell, der eigentliche Weg sind glaube ich nur 9,5 Kilometer, habe ich eben gelesen. Ja, ich laufe jetzt die verbleibenden 3 Kilometer Zuweg noch bis zum Bahnhof und fahre dann von Siegburg nach Hennef, da steht mein Auto und dann, ja, dann ist die nicht nur die Etappe zu Ende, sondern das ist dann auch der gesamte Natursteig-Sieg beendet. Ja, insgesamt muss ich sagen, fand ich den Natursteig-Sieg sehr schön. Was hat mir besonders gut gefallen? Ja, besonders gut gefallen hat mir ehrlich gesagt die Möglichkeit, dass man zum Start- und Zielpunkt jeweils mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen konnte. Das fand ich ganz toll. Die Wegführung war zwar manchmal ein bisschen komisch, vielleicht habe ich nicht immer verstanden, warum die Wegführung so genau war. Aber insgesamt muss man sagen, war das einfach ein sehr schöner Weg, ein sehr abwechslungsreicher Weg und auch ein sehr fordernder Weg. Also manches Mal habe ich wirklich Blut und Wasser geschwitzt und vielleicht auch ein bisschen geschimpft, weil es so steil rauf oder steil runter ging. Das war besonders da Richtung Siegerland. Aber summa summarum ein sehr schöner Weg und mit insgesamt 200 Kilometer muss man sagen, auch ein Projekt, was relativ umfangreich war. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Schaut einfach rein, wenn das nächste Video veröffentlicht wird. Und es gibt ja noch ein Video in Planung. Das ist ja das Video mit dem 15. Teil, wo ich dann in Siegburg beginne und bis zum Rhein laufe. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich bedanke mich für ein Abo und für ein Like. Gerne auch einen Kommentar. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin!